Mein Name ist Sabina Schutter, ich bin Vorstandsvorsitzende für SWS Kinderdorf und ich war zuvor Professorin für Pädagogik der Kindheit an der Technischen Hochschule Rosenheim. Sie sind gerade auf einer Roadshow und sind heute im SOS Kinderdorf Sachsen-Anhalt in Lamburg. Warum? Mit der Einrichtungstour Kinderschutz persönlich möchte ich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Ehrenamtlichen von SOS Kinderdorf ins Gespräch kommen, was Kinderschutz für SOS Kinderdorf bedeutet, warum wir das machen und was unsere nächsten Schritte sind. Warum ist Kinderschutz so wichtig? Kinderschutz ist bei SOS Kinderdorf Chefsache. Alle Kinder, die bei SOS Kinderdorf ankommen, haben auf die eine oder andere Art erlebt, dass ihre Rechte verletzt werden oder ihre Grenzen überschritten werden. Und gerade deswegen müssen wir diese Kinder ganz besonders gut schützen. Und deshalb entwickeln wir den Kinderschutz bei SOS Kinderdorf ständig weiter. Was muss besser gemacht werden im Sinne der Kinder? Bei SOS Kinderdorf etablieren wir an jedem Standort eine koordinierende Kinderschutzfachkraft. Das heißt, die achtet vor Ort darauf, dass alle Kinder gut geschützt werden. Zweitens müssen wir unsere pädagogische Qualität ständig weiterentwickeln. Kinder verändern sich, die Herausforderungen verändern sich und die Gesellschaft verändert sich. Deswegen müssen wir jeden Tag daran arbeiten, dass wir diesen Kindern auch gerecht werden. Und nicht zuletzt müssen wir im Kinderschutz ganz klare Rollen und Zuständigkeiten haben, um in diesem Hochrisikobereich jederzeit handlungsfähig zu sein. Was muss man sich darunter vorstellen? Also was erwartet uns? Wir haben im Jahr 2022 eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung erlittenen Unrechts bei SOS Kinderdorf etabliert. Und da geht es darum, dass diese Aufarbeitungskommission untersucht, wie sind wir mit Fällen in der Vergangenheit umgegangen und was können wir in Zukunft besser machen. Die Kommission wird uns Empfehlungen geben und wir werden mit diesem Bericht sehr transparent umgehen. Was finden Sie hier besonders gut? In Bernburg bewundere ich besonders, dass die Einrichtung ständig sich erneuert, immer neue Angebote schafft und dabei immer auch die Vergangenheit im Blick behält. Das sieht man zum Beispiel an dem angrenzenden Gebäude. Wir bauen ein historisches Gebäude modern um, aber wir verlieren unsere Wurzeln.